Nachdem wir von Windhoek zunächst den Süden Namibias bereist hatten, waren wir in Lüderitz erstmals mit der Wüste Namib in Berührung gekommen. Vor Lüderitz hatten uns auf die Straße gewehte Sanddünen in Empfang genommen. Wir waren dann am Rande des Namib-Naukluftparkes zu den gigantischen und eindrucksvollen Dünen von Sossusvlei gefahren. Dort hatten wir 3 Tage verbracht und waren dann nach Swakopmund, der deutschesten Stadt in Namibia, weitergefahren. Um den Flug über den Namib besser in unsere Diashow einzuarbeiten, haben wir hier etwas geschummelt und unseren Aufenthalt in Sossusvlei als Zwischenstopp in unserem Rundflug dargestellt. Startet man in Swakopmund zu einem Rundflug, so bekommt man einen faszinierenden Eindruck des nördlichen Teils des Nationalparks. Geografisch gesehen wird die Wüstenlandschaft in eine Flächenwüste und eine Dünenwüste durch den seit Jahrtausenden aus dem Hochland herabströmenden Kuisib-Fluss geteilt. Der Kuisib hat hier einen wechselhaften, beeindruckenden Canyon in die Landschaft geschliffen und verhindert immer wieder, dass sich die Dünenlandschaft weiter nach Norden ausdehnt. Erst kurz vor seiner eigentlichen Mündung in den Atlantik, südlich von Swakopmund, wird er meist vom Dünensand geschluckt und erreicht, nachdem er die Städte Walvis Bay und Swakopmund über Pipelines mit Wasser versorgt hat, unterirdisch seine Mündung. Nachdem wir den Kuisib Canyon überflogen hatten, bogen wir südlich in Richtung der weltberühmten Dünen von Sossusvlei ab. Dabei überflogen wir eine einzigartige Wüstenlandschaft, wobei wir das Sondabvlei überquerten, das Tal des Sondabflusses, der hier aus den Naukluftbergen kommend in der Wüste versickert. In Sossusvlei werden wir dann eine Zwischenstation machen, um von der Sossus Dune Lodge aus die jahrhundertealte Dünenlandschaft zu erkunden. Hier ist Swakopmund mit seiner wahrhaft herausragenden Landungsbrücke der Jedi zu sehen. Jedi ist ein Relikt aus der deutschen Kolonialzeit, als man versuchte, hier einen großen Seehafen anzulegen. Der Stadtkern selbst ist sehr gepflegt und fast typisch deutsch. In der Fußgängerzone befinden sich Boutiquen, Kunstgewerbe und Antiquitätenläden. Teilweise säumen schöne Bürgerhäuser die Straßen. In anderen Bereichen gleichen die Geschäftsstraßen eher einer amerikanischen Kleinstadt. Am Rande der Stadt befindet sich dann auch das offizielle Slumviertel. Hier ergab sich dann die Möglichkeit, die Namib-Wüste noch einmal eindrucksvoll und intensiv vom Flugzeug aus zu erkunden.
Unter uns verläuft die N36, auf der wir viele Stunden bei unserer Fahrt nach Swakopmund die Wüste durchquert hatten. Die Namib, Namensgeberin Namibias, gilt als die älteste Wüste der Welt. Mit einer Länge von 2000 Kilometern, einer Breite bis zu 300 Kilometern, bedeckt sie den gesamten Küstenstreifen Namibias. In ihr befindet sich der größte namibische Nationalpark, der Namib-Naukluftpark. Dieser liegt zwischen Lüderitz im Süden und Swakopmund im Norden. So eintönig ein Naturpark in der Wüste auf den ersten Blick erscheinen mag, so interessant wird dieser, wenn man sich die Zeit nimmt, etwas genauer hinzuschauen. Neben Diamanten und Bodenschätzen, die es hier gibt, ist es die ungeheure Weite und das Formen- und Farbenspiel der Landschaft, die das Auge gefangen nimmt. Hier überfliegen wir jetzt das Bett des Kuiseps, der hier noch eine bemerkenswerte Vegetation besitzt, und folgen zunächst einem abwechslungsreichen Flusstal. Im Hintergrund zieht jetzt ständig die Dünenwüste der Namib unsere Aufmerksamkeit in ihren Bann. Die abwechselnden Dünenformationen mit ihren Wellen und Tälern, einem bewegten Meer gleichend, hat eine fast meditative, beruhigende Ausstrahlung auf uns. Am flacheren Teil des trockenen Flussbettes des Kuiseps befindet sich die Forschungsstation Gubabet, die 1963 von dem österreichischen Insektenforscher Charles Koch gegründet wurde. Hier werden die komplexen Ökosysteme der Namib erforscht, vor allem die Überlebensmechanismen von Wüstentieren und Pflanzen sowie die Bedingungen der Dünenbildung. Thank you.
Hier taucht eine kleine Ölbohrstation vor uns auf, die uns einen Eindruck davon gibt, wie hier fast in Handarbeit nach Öl gesucht wird und welche sichtbaren Spuren dieses in der Natur hinterlässt. Wir erreichen jetzt die Ausläufer des Kuiseb Canyons, wo wir die immer tiefer werdenden Auswaschungen des felsigen Untergrundes erkennen können. Der von Kuiseb hinterlassene Canyon ist eine wahre Mondlandschaft, die sich bei einem Flug entlang des Tales in ihrer Faszination erst so richtig erschließt. Dieser Canyon diente zwei Deutschen im Zweiten Weltkrieg jahrelang als Zufluchtsort vor ihrer Internierung. Henno Martin, einer der beiden, beschrieb seine Eindrücke in seinem Buch wie folgt. Beklommen blickten wir in die Tiefe hinab, in eine Unterwelt von wilden, grauen Felsgräben, schwarzen Schatten und wirren Schluchten. Aber dann sahen wir auch den tiefen Einschnitt des Hauptcanyons, ein weißes Sandbett zwischen unzähligen dunklen Schründen und Klüften. Leuchtende Kalktafeln bereiteten sich vor unserem Blick. Dahinter schimmerten blau die gezackten Inselberge. Fern unter dem Horizont gewahrten wir die roten Dünen. Fasziniert starrten wir in die grausige Tiefe. Welch grandiose, erbarmungslose Landschaft, undenkbar unter dem Himmel gemäßigter Breiten. Einem fantastischen Irrgarten gleich umgaben jäh abstürzende, grausam nackte Felsschluchten den Hauptcanyon, wie verfilztes, verdorrtes Aderwerk. Wir verlassen den Canyon in südlicher Richtung und überqueren nun die Dünenlandschaft der Namib. Man glaubt sich über einem wogenden Meer mit Wellenkämmen und Tälern in abwechselnder Folge zu befinden. Aufgrund der sich hier abwechselnden Winde aus südlicher Richtung am Morgen, aufgrund des vor der Küste fließenden kalten Benguela-Stromes und der später einsetzenden heißen Wüstenwinde, hat sich eine Ausrichtung der Sanddünen in Nord-Süd-Richtung ergeben.
Nach 30 Kilometern überqueren wir dann das Zondab-Flee. Hier versickerte der Zondab in der undurchdringlichen Wüste. Hier hat er sich ein riesiges Delta in die Dünenlandschaft gegraben. Je nach Jahreszeit ist der Fluss ausgetrocknet und man sieht die Spuren seiner ursprünglichen Kraft. Für den heutigen Beobachter ein beeindruckendes Werk. Hier fallen einem in den Ebenen zwischen den Dünen viele kreisrunde Flächen auf, deren Herkunft bis heute unbekannt ist. Wir waren bereits an mehreren Stellen auf diese Flecken unter vielerlei Spekulationen hingewiesen worden. So wird auf der einen Seite die Vermutung geäußert, dass an der Stelle der jetzt nackten Kreise einst toxische Pflanzen existierten, die später eine weitere Vegetation verhinderten. Eine andere Vermutung ist, dass die Kreise hier durch unterirdisch lebende Ameisenkolonien entstehen. Nach weiteren 80 Kilometern erreichen wir dann das Kleinod des Namib-Knaukluftparkes. Es sind die weltberühmten Dünen von Sossusvlei. Von Sesrim aus, dem Eingangstor des Nationalparks, führt eine 60 Kilometer lange Straße bis zu den gewaltigen Dünen von Sossusvlei. Wir machen hier einen Zwischenstopp, um uns in der Sossus Dune Lodge für 3 Tage einzuquartieren, um die Dünen aus nächster Nähe eingehend zu erleben. Die Sossus Dune Lodge liegt mit dem Privileg einer staatlichen Lodge innerhalb des Naturschutzgebietes von Sossusvlei.
Das hat den Vorteil, dass man den Park in der Nacht nicht verlassen muss und so zum Sonnenaufgang bereits die etwa einstündige Fahrt in die Dünenlandschaft von Sossusvlei hinter sich hat. Die Bungalows haben eine breite Fensterfront, durch die man tief in das Zaurabtal bis zu den Dünen blicken kann. Im Vordergrund kann man den Canyon des Zaurabflusses erahnen, der aus den Naukluftbergen kommend spätestens in Sossusvlei in den Dünen versickert. Der Canyon ist mit ca. 30 Meter Tiefe teilweise nur wenige Meter breit und seine Gesteinsschichten sind bis zu 18 Millionen Jahre alt. Die einzelnen Bungalows sind über Holzstege mit den Gemeinschaftsbereichen verbunden. Hier befindet sich ein kleiner Pool, der in dem Wüstenklima eine angenehme Abkühlung bot. Daneben befindet sich der Longebereich und das Restaurant, die wie alle Unterkünfte der Lodge aus einer rustikalen, aber geschmackvollen Holzkonstruktion mit Schilfdach bestehen. Verbunden sind die Gebäude mit einer riesigen Holzterrasse mit Sitzgelegenheiten, von denen aus man entspannt bei einem Drink in die Tiefe der Landschaft bis hin zu den Dünen von Sossusvlei blicken konnte. Am späten Nachmittag konnte man von hier aus die zurückkehrenden, fast geisterhaft erscheinenden Autoscheinwerfer der Besucher der Dünen in der Abenddämmerung beobachten. Am nächsten Morgen klingelte um 4.15 Uhr der Wecker und das hieß aufstehen, um den Sonnenaufgang in der Namib zu erleben. Punkt 5 Uhr ging dann nach einem Kaffee die Fahrt mit 8 Leuten im Geländewagen los. Immerhin stand uns eine Fahrt von ca. 60 Kilometern und 1,25 Stunden Fahrzeit bevor. Anfangs war es noch ziemlich dunkel,
aber während der Fahrt änderten sich die Lichtverhältnisse zunehmend und dadurch natürlich auch die Farben der Dünen. Gegen 6.15 Uhr kamen wir dann an der Düne Big Daddy an. Wir stiegen aus und der Fahrer erklärte uns, dass wir ungefähr eine Stunde lang auf dem Grat der Düne hochlaufen könnten. Anschließend würde er uns im Tal des Death Flays wieder treffen, damit wir dann anschließend in der Oase von Sossus Flay frühstücken könnten. Er hätte bis dahin dann alles dafür vorbereitet. Auf dem Weg hinauf versanken wir ständig in dem tiefen, weichen Wüstensand, der auf dem Dünenkamm natürlich bereitwillig nachgab, sodass eine Tiefschneewanderung kaum mehr Kraft hätte erfordern können. Der aufkommende Wind trug den Sand über die Abrisskanten der Dünen und bildete in der Luft verschwommene Schleier. Die Schattenspiele der aufgehenden Sonne in den Dünen zogen uns immer wieder in ihren Bann. Eindrücke, die man wohl nie mehr vergisst. Wir standen da und staunten wie mit Kinderaugen über die Schönheit dieser Wüstenlandschaft. Mein Atem ging schwer. Aber der Blick von der Höhe der Düne in das wunderschöne Tal und die umliegenden bizarren Sanddünen entschädigten für die Anstrengung. Die Formen der Dünen, das Wechselspiel der Farben von Gelb nach Ocker, Orange und Rot faszinierten uns ständig von Neuem. Hier hat man einen wunderschönen, eindrucksvollen Überblick über das Tal von Sossus Flay. Im Hintergrund breitet sich die weltberühmte Düne Big Mama in all ihrer Pracht vor uns aus. Nachdem wir nach einer Stunde etwa zwei Drittel der angeblich höchsten Düne der Welt erklommen hatten, begann der Abstieg in den fast senkrechten Abhang in das tief unten liegende Tal. Nachdem wir gesehen hatten, wie die offenbar erfahrenen, professionellen Fotografen an der Düne senkrecht nach unten in das Tal des Death Flays abgestiegen waren, folgte Bernd nach einigem Zögern. Ich kam dann hinterher und stellte zu meiner Überraschung fest, dass es viel einfacher war, als ich gedacht hatte, wenn man die steilen Dünenabhänge vor Augen hat. Alle anderen folgten uns dann.
Unten im Desflay wartete dann unser Fahrer und erzählte uns einiges über die Vegetation und über die Entstehung des Desflays. Die im Vordergrund stehenden, wie bizarr in den Himmel ragenden Kunstwerke sind abgestorbene Kameldornbäume, die bis zu 800 Jahre alt sind. Ihre Wurzeln reichen bis zu 40 Meter tief in die Erde. An einigen Stellen am Rand des Canyons leben noch einige der Bäume, da sie dort das in der Tiefe verborgene Wasserreservoir von Sossusvlei erreichen. Oskar, unser Führer, erzählte uns auch, dass es hier hochgiftige Schlangen gibt, die auch für den Menschen gefährlich sind. Es sind die Puffottern, die sich gerne unter der Oberfläche des dünnen Sandes verbergen. Auf dem Rückweg zu unseren Autos haben wir dann Gelegenheit, dem Wüstenboden einmal genauer unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Skuta
Skurrile Lehmskulpturen, vom Wasser geschaffen, wechseln ab mit den schnell wachsenden Wüstenpflanzen, die darauf ausgerichtet sind, ist einmal Wasser da, sich in Zeitraffergeschwindigkeit zu entwickeln und die ungewöhnlichsten Formen und Strukturen hervorzubringen, mit zum Teil zuckergussartigen, kitschig-farbigen Blüten. Bei seinen Erläuterungen zeigte uns Oskar noch einige Wüstenpflanzen und erklärte auch, wie diese von den Einheimischen genutzt werden. Eine dieser Pflanzen speichert sehr viel Wasser und man kann sie essen wie Salat. Eine andere, ähnlich aussehende, ist hochgiftig und die Buschmänner stellen hiermit ihr Pfeilgift für die Jagd her. Hier im Tal von Sossusvlei frühstückten wir ausgiebig unter blauem Himmel im Schatten von Kameldornbäumen. Das Tal besteht aus einer Lehmschicht, die im Laufe von Jahrhunderten von dem aus den Naukluftbergen kommenden Sondabfluss, der hier versickert, angeschwemmt worden war. Im Tal hat sich, was sich hier nur sehr selten ereignet, ein See aufgrund des wasserreichen Winters gebildet.
Hierdurch ist auch ein großer Teil von Sossusvlei mit einer schnell wachsenden Wüstenvegetation überzogen. Unter anderem können wir hier blühende Kameldornbäume bewundern. Am letzten Tag besuchten wir noch die berühmteste Düne der Welt, die Düne 45. Sie hat ihren Namen, wie alle übrigen Dünen in diesem Park, nach der Entfernung vom Eingangstor in Sesrim. Da diese Düne auch ohne Allradantrieb erreichbar ist, wird sie natürlich am häufigsten besucht und fotografiert. Im Hintergrund neben der Düne 45 sieht man ein gutes Beispiel für den heutigen Aufbau der Dünen. Da sich die Dünen in Jahrmillionen gebildet haben, verfestigten und versteinerten die älteren Dünen und werden von den Dünenwanderungen nicht immer verdeckt. Zum Abschied entdeckten wir noch einige Tok-Tok-Käfer, die besonders an die kargen Wüstenverhältnisse angepasst sind. Musik.
Jetzt besteigen wir wieder das Flugzeug, um unseren Rundflug fortzusetzen. Zunächst überfliegen wir noch einmal Sossusvlei und können aus der Vogelperspektive die Eindrücke der letzten Tage nochmal Revue passieren lassen. Danach überfliegen wir einen der schönsten Abschnitte der Namib-Wüste Richtung Nordwesten auf die Atlantikküste zu. An der Küste geht es dann an der langen Wand, an der die Dünen steil zum Meer abfallen, Richtung Walfish Bay und zurück nach Swakopmund. Hier haben wir einen schönen Überblick über das Tal und die Zufahrt nach Sossusvlei. Im Vordergrund sieht man das Ende der Zufahrtsstraße. Hier ist der Besucherparkplatz. Die letzten 3 Kilometer können nur zu Fuß oder im Geländewagen zurückgelegt werden. Im Hintergrund ist Sossusvlei zu sehen. Im Vordergrund ist jetzt Big Daddy zu sehen. Im Hintergrund erscheint Dead Flay mit seinen bizarren Kameldornbäumen. Wir fliegen dann südlich des Tales in Richtung auf die Düne Big Daddy zu, die wir tags zuvor besichtigt hatten. Hier können wir noch einmal Sossusvlei mit dem See und der daneben liegenden zweitgrößten Düne Big Mama bewundern. Wir nehmen jetzt Abschied von dem Gebiet von Sossusvlei mit einem Blick in das Saurabtal. Im Hintergrund entschwinden die Hügel rund um die Sossus Dune Lodge und Sesrim. Thank you.
Hier liegen die Geisterdörfer aus der Frühzeit der Kolonisierung Namibias. Die schwierigen Strömungsverhältnisse an der Küste haben im Laufe der Jahrhunderte viele Opfer unter den Seefahrern gefordert. Noch heute tauchen immer wieder die Skelette alter Schiffswracks aus dem Wüstensand auf. Für die hier gestrandeten Seeleute war dieses ein bitteres Ende, da Trinkwasser über hunderte von Kilometern hier in der Wüste nicht zu finden war. Hier ist das Wrack der Eduard Bohlen zu sehen, die am 5. September 1909 hier im dichten Nebel gestrandet war. Hier fliegen wir viele Kilometer an der langen Wand der steil zum Meer abfallenden Dünenlandschaft entlang. An den Stränden gibt es viele Robbenkolonien und Flamingoschwärme zu sehen. Manche abenteuersuchende Touristen fahren hier mit schweren Geländewagen zu den einsamen Stränden, wobei die Gefahr besteht, dass sie von einer aufkommenden Flut überrascht werden, die sie dann in ernsthafte Probleme bringen könnte. Allmählich nähern wir uns der Walfish Bay. Im Vordergrund sehen wir riesige Salzgewinnungsanlagen, in denen aus dem Meereswasser durch Trockenlegung der Flächen oder der Flutung von eingedeichten flachen Bereichen Salz gewonnen wird.
Bei dem Eintrocknen der Salzlake erblüht diese durch Mikroben in den schillerndsten Farben. Ein faszinierender Anblick. Walvis Bay ist der bedeutendste Seehafen Namibias mit rund 67.000 Einwohnern. Mit seinem Tiefseebecken ist Walvis Bay die drittgrößte Stadt Namibias. Auf der Walfish Bay dümpeln Frachtschiffe in der Abendsonne dahin. Sie warten hier auf ihre Entladung im Hafen. Eine einsame Bohrinsel entschwindet in der Dämmerung. Am etwa 30 Kilometer langen Strand zwischen Walvis Bay und Swakopmund liegen einige luxuriöse Hotelanlagen, unter anderem die Burning Shore Lodge, in der Angelina Jolie und Brad Pitt einen Urlaub verbracht haben sollen. Gegen Abend erreichten wir dann nach ca. 2 Stunden Flugzeit und über 600 Kilometern Namib-Wüste wieder begeistert und beeindruckt die Stadt Swakopmund. Dieser Flug, der sicher eines der Highlights unsere Reise durch Namibia war, wird sicher noch lange in unserer Erinnerung lebendig bleiben.